ist Frank Klemker, ich arbeite für die Firma Materna. Wir feiern nächstes Jahr 40 Jahre. Das ist im IT-Bereich ja nicht so oft. Ich spreche über ein neueres Thema, über Thema Serverless. Also auch das gibt es halt bei uns. Also es gibt alles, es gibt neu. Es gibt sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Techniken. Wer ein bisschen auch unsere Erfahrung als AWS-Partner mit Serverless-Anwendung auch zeigen, was es da zu beachten gibt, wie bei jeder neuen Technik. Zu meiner Person. Ich bin bei uns Softwarearchitekt, eben auch für AWS zertifiziert. Spreche öfters, habe auch mal Artikel veröffentlicht. Oder auch wenn ihr was zum Thema Architektenzertifizierung ESAQB wissen wollt, könnt ihr auch im Nachgang mich fragen, weil ich bin auch einer der Gründungsmitglieder. Also das liegt mir auch sehr am Herzen. Ja, die Cloud-Welt entwickelt sich rasant weiter. Cloud-Native ist ja auch schon eins der Schlagworte. Jetzt hier noch nicht auf der Konferenz, Serverless genauso. Die Firmen wurden mal gefragt von Cloud Foundry, was sie denn so einsetzen. Und die meisten Firmen, die setzen halt mittlerweile halt mehrere Cloud ein, also nicht nur Hybrid Cloud, sprich Public und Private zusammen, sondern setzen eben auch Cloud-Lösungen von verschiedenen Anbietern ein. Und viele, verwundert es ja auch nicht, hat man ja auch bei den Vorträgen hier gehört, setzen halt auch Container auch in der Cloud ein. Und viele, ein bisschen weniger, verwenden auch Serverless. Was bedeutet das? Da gibt es sicherlich auch einige Überschneidungen, weil das hängt auch ziemlich stark eng zusammen, diese drei Themen. Serverless allein ist wahrscheinlich noch keine komplette Anwendung, ist nur ein Dienst. Intern basiert es auch oft auf Container oder wird halt eben auch oft mit Container verwendet. Oder verwendet eben Backend-Services, Plattform-as-a-Service. Aber gut, ist ein Trend. Da gibt es natürlich auch immer einen Streitpunkt. Die einen, die mögen lieber. Ich glaube, dein Mikro ist nicht richtig. Ich glaube es auch. Ich glaube. Ja, genau. Genau, das ist der Clou. Ich wundere mich schon, dass so komisch ist. Danke, Kai. Viel besser. Ja, trotz aller Technik. In der IT, da geht es ja manchmal fast schon so wie bei Religionskriegen. Traut man sich dann auf den Köpfen, weil es die falsche Programmiersprache ist und weil die halt vom falschen Ufer kommen. Wie schon gesagt, also gibt es da schon noch viel Berührungspunkte, dass man sich da auch befruchtet. Warum sollte man sich mit Serverless Computing halt beschäftigen. Einer der Gründer von diesem Kubernetes-Projekt, der sagt halt auch, das ist auf jeden Fall die Zukunft, Containerisierung und Serverless, also muss man sich gar nicht entweder oder entscheiden, was halt nochmal die nächste Stufe bringt. Das wurde auch schon bestätigt von der Berkeley University, die hat ja vor 10 Jahren damals auch ihre Sichtweise Berkeley View on Cloud Computing geschrieben, damals auch gesagt, ah, das ist der neue Trend. Jetzt haben wir es in White Paper rausgegeben, Serverless will dominate the future, also für eine Universität finde ich immer ein bisschen sehr marktschreierisch. Ja, was macht denn Serverless eigentlich aus? Das sind viele Begriffe, die sich da auch in dem Umfeld begeben, also auch Anwendungsfälle, die man halt damit machen kann, Data Processing kann man mitmachen, Integration. Die Verkaufsargumente oder die Argumente, wo es halt auch von den Use Cases passt, ist halt, das hat man auch vor dem Vortrag vorher gesehen, man bezahlt halt erstmal nur für den Verbrauch, so wie bei Wasser und Strom, muss allein für die Bereitstellung erstmal nichts bezahlen. Man kann auch quasi mit dem Verbrauch skalieren, also man hat da das Potenzial. Man hat eine hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz, was der Cloud-Anbieter anbietet. Und letztendlich, es gibt halt keine Server, die man halt professionieren muss. Man muss ja nur seine Funktionen zusammenstöpseln und in diese Plattform bringen. Serverless basiert im Prinzip auf drei Elementen. Also das wichtigste Element ist nämlich diese Funktion. Lambda bei Amazon genannt, FN bei Oracle, also die Function as a Service. Allein kann man da noch nicht sehr viel machen. Deswegen braucht man meistens Backend-Services oder Plattform-Services, die man anschließt. Messaging-System, Storage-System, Datenbank oder eben andere Services, die man aufruft. Und erst das macht eigentlich eine Serverless-Anwendung auch aus, wenn man diese Kombination hat. Das andere Element ist quasi der Event, was ja quasi bei allen Plattformen auch eine Rolle spielt. Der Event, der in einem speziellen Kontext aufgerufen ist, da ruft die Funktion auf und die Funktion führt entweder was aus, gibt direkt ein Resultat zurück oder nicht, wie zum Beispiel bei der Batch-Steuerung.
Oder ruft halt eben den Backend-Service auf und speichert das Ergebnis. Wäre zum Beispiel eine ganz einfache Anwendung. Also eingefärbt ist das quasi der Function-Teil und der andere ist der Backend-Teil und die Summe, wie schon gesagt, ist halt der Serverless Computing. Also relativ einfach entzaubert. Auch genannt Stored Procedure fürs Web. Mit den ähnlichen Problemen, also wer sich da noch erinnert, Stored Procedures bei den Datenbanken, das ist schon ziemlich ähnlich. Jeder kocht sein eigenes Süppchen, das ist zwar alles ähnlich, ist aber dann oft auch ein bisschen Fremdkörper und das ist auch einer der Stolperfallen. Welche Anbieter gibt es denn? Es gab schon vor AWS, gab schon Cloud-Lösungen, gab es auch schon Function as a Service, aber die waren quasi so die ersten, die das wirklich so im großen Stil herausgebracht haben. Meiner Meinung nach auch am weitesten sind, was wir anbieten. Das sieht man auch jetzt hier bei AWS Lambda. Auch im Cloud-Markt ist ja bei uns zumindest in Europa Microsoft so die Nummer 2 mit ihrem Function as a Service. Immer stärker im Kommen jetzt auch Google mit seinen Cloud Functions bzw. die Serverless-Variante Cloud Run. Und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, ist die Geschichte mit Cloud Native Foundation. Die haben ja auch neben Kubernetes, neben dem K, haben sie ja auch schon einige Sachen, wo man sich das quasi selbst zusammenbauen kann und dann über Kubernetes sowohl bei sich selbst in der eigenen Rechenzentrum Cloud oder eben auch in der Public Cloud auch hosten kann, gemanagt oder halt eben selbst verwaltet. Da gibt es schon einige Standards, das ist eben schon auch das Erstaunliche. Das reicht natürlich nicht dran an das, was die Anbieter anbieten. Was bietet jetzt zum Beispiel Amazon standardmäßig an? Wir bieten schon einen großen Satz von Programmiersprachen an, mit denen man seine Funktionen portieren kann. Die bieten auch die Möglichkeit an, wenn es eine Programmiersprache nicht dabei ist, so Custom Runtimes zu erstellen, beispielsweise für PHP oder auch für COBOL oder Go, könnte man sich alles Mögliche ausdenken. Ist halt beschrieben, wie man das machen kann. Es gibt da schon ein paar, die haben halt keinen offiziellen Status und eher Machbarkeitsstudie. Dann das andere Konzept, was die auch haben, das hat man ja auch schon öfters jetzt gesehen. Was macht man, wenn man viele Services hat mit Teilen, die man quasi immer wieder braucht? Die kann man in Layers auslegen, Third-Party-Bibliotheken oder auch gemeinsam fachlichen Code, weil das dann quasi auch nicht auf die Laufzeit auf die Kosten geht. Also da haben die schon sehr viel bis zu Edge, also bis zu, dass die Cloud quasi auch auf kleinen Geräten außerhalb läuft. Da bieten die auch Möglichkeiten auch an, die Functions quasi auch dort, zum Beispiel bei IoT, laufen zu lassen, mit dem gleichen Deployment- und Programmiermodell. Natürlich nicht mit den ganzen Events, die in der Cloud verfügbar sind, weil da ziemlich ortsnah die Daten halt zu verarbeiten oder die Events aufzunehmen. Bei Microsoft sieht es ähnlich ganz gut aus, bieten natürlich klassischerweise auch ihre Programmiersprachen wie C-Sharp an. Aber JavaScript ist quasi so auch der gemeinsame Nenner mit Node.js, was es quasi überall gibt und Python, das sind quasi die natürlich auch präferierten Sprachen. Werde ich auch zeigen, warum das halt auch Vorteile hat gegenüber Compilersprachen im Moment. Bei Knative, die Kubernetes-Variante, da wird keine Aussage über Programmiersprache getroffen, weil halt die Verwaltungseinheit ist halt quasi POTS oder Kubelets. Aber da gibt es halt eben auch schon höherwertige Dienste wie OpenShift Serverless oder, das hatten wir ja auch schon bei den Vorträgen gehört, Frameworks, die sich halt da sehr gut integrieren. Quarkus oder für Camel gibt es auch schon eine spezielle Kubernetes-Variante. Ja, Hello World, das ist am einfachsten gezeigt, wie man das macht. Das bekommt man relativ schnell auch über die Oberfläche bei allen Anbietern hin, dass man vorgenerierten Code hat und meistens mit REST-Services aufrufen kann. Aber wie immer, unter der Oberfläche steckt natürlich schon auch eine höhere Komplexität. Das ist ja bei Microservices ähnlich. Also die wandern halt nur an eine andere Stelle hin. Man muss sich, obwohl es ja heißt ohne Server, doch darum kümmern, dass da Kosten entstehen. Muss sich doch darum kümmern, dass das zuverlässig funktioniert. Dass man am Schluss den Überblick nicht verliert, auch da, dass man nicht schon bei neueren Sachen auch schon wieder anfängt, technische Schulden aufzubauen. Und auch Thema Security spielt natürlich auch eine große Rolle. Da kann es natürlich sein, dass man ähnlich wie beim Tanzen, ein Schritt vor, zwei zurück, ist glaube ich Tango oder sowas, weiß Steffen wahrscheinlich besser. Das kann natürlich auch sein bei so neuen Techniken, dass man da ein bisschen rumprobiert, was da eigentlich auch am sinnvollsten für einen ist. Was sind so die Sachen, wo Leute gesagt haben, Mensch, die erste Gehversuche gemacht haben mit Serverless, wo hängt es denn vor allem?
Ja, das sind halt auch so Sachen wie Best Practices pro Plattform, die Integration des Toolings, also dass man eben das auch in seinen bestehenden DevOps-Prozess, in seine bestehende Entwicklungsumgebung halt auch integrieren kann. Und das dritte Problem gleich ist halt das Problem Startup-Zeit. Es muss vielleicht jetzt nicht für jeden Anwendungsfall ein Problem sein, aber es ist halt eben nicht deterministisch. Man weiß halt jetzt nicht genau. Dafür ist es eben auch nicht geeignet, wenn man wirklich Realzeitanforderungen hat oder harte Transaktionsanforderungen. Ja, und auch ein großes Problem im Moment noch ist halt das Thema Vendor-Login. Man legt sich halt auf einen Hersteller, einen Provider fest, auch wenn das Schema-Modell, was ich vorhin vorgestellt habe, ähnlich ist. Aber selbst jetzt, meinetwegen bei AWS Lambda, die eine Funktion in Java zu programmieren, festzustellen, oh, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, ich möchte es jetzt in Python programmieren, bedeutet letztendlich oft auch Neuschreiben. Also kann man vielleicht auslagern in den Bibliotheken, aber was jetzt rein diesen Event-Implementierungsrumpf betrifft und auch den Konfigurationsaufwand, das ist sehr, sehr spezifisch. Kosten ist vielleicht jetzt ein bisschen ungewohnt, spielt nicht so eine große Rolle, aber die Kosten sind halt ein bisschen anders. Das ist ja auch bei der Cloud auch so ein bisschen so, wenn früher die klassischen Rechenzentrumsleute, gerade bei der Migration, beim Lift and Shift, immer gesagt haben, was kostet denn das, muss man erstmal fragen, ja, wie viele API-Aufrufe habt ihr denn, wie viel Netzwerktraffic habt ihr, wie viel Speicher und so. Also es sind andere Parameter, die man da abfragen muss in der Cloud, und auch die Vergleichbarkeit ist halt auch da schwierig. Natürlich gibt es da die Startseite bei den Anbietern, wo halt dort steht, jeder Call kostet so und so viel, bei manchen kostet der Netzwerkverkehr was, gibt es dann einen Free-Plan, wo man umsonst hat. Also das kann man auch nur durch ein Proof of Technology auch letztendlich rausfinden, was seine Anwendung da kostet. Und dann gibt es auch viele Stellschrauben, wo man dann beim Provider natürlich auch optimieren kann. Also so ganz sorglos kann man da jetzt nicht reingehen. Was sind andere Schmerzpunkte im Bereich, was eher die Entwickler betrifft, ist halt typisch bei verteilten Anwendungen. Das Debugging und Tracing, weil der kein Server, wo man jetzt SSH machen kann, dass man da halt auch schon vorher dran denkt, entsprechende sinnvolle Meldungen halt reinzuschreiben, beziehungsweise halt auch da eine ID durchzuschleifen. Da kann man viel von den Microservices lernen, was man auch hier sinnvoll brauchen kann. Gut ist natürlich auch, wenn man eine Plattform hat, wo man nicht immer zu in der Cloud entwickeln muss, sondern auch gewisse Tätigkeiten auch lokal simulieren kann, auch gerade in der Richtung DevOps. Das hilft natürlich auch schon mal, diese Turnaround-Zeiten bei der Entwicklung und bei der Fehlersuche halt auch zu reduzieren. Und ja, auch alles dann wieder zu integrieren, spielt auch ein großer Aufwand. Auch wer kümmert sich dann letztendlich drum? Ist auch vielleicht so ein klassisches Thema bei Cloud-Entwicklung, was man machen muss. Ja, der Herbst ist gekommen, der Winter steht vor der Tür, bald wird es ja wieder kälter. Für die Laternenparkers sind, die kennen das Problem. Ich war gerade mal in Kanada, die nehmen immer ihre Batterie im Winter mit ins Haus, weil halt eben das sonst ein bisschen länger dauert, bis das Auto anspringt. Das Problem gibt es bei den Anbietern auch, das ist jetzt von 2017 mal eine Untersuchung. Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber das müsste man halt explizit jetzt mal gucken, wo die jetzt stehen. Da gibt es ja auch keine konkreten Aussagen, wie lange dauert es, mit der Programmiersprache hängt es ab, mit der Größe, was man für eine Instanz hat. Also da gibt es schon Unterschiede. Man sieht halt hier, aber es ist halt relativ konstant und relativ niedrige Startup-Zeiten, was jetzt den Cold Start betrifft. Kann man natürlich auch aufwärmen, dass man das, dann spielt es nicht mehr so eine große Rolle. Da gibt es auch einen Benchmark, den man auch selbst ausführen kann, der auch auf GitHub gehostet ist, wo aktuell die Zahlen ist, das kann man vielleicht jetzt auch nochmal vergleichen, 2017 sind die mittlerweile auch weiter. Aber die Tendenz bleibt eigentlich schon so, dass, was jetzt Cold Start betrifft, dass AWS und Google so ein bisschen die besten Zeiten haben, bei den anderen ist so ein bisschen eher höhere Sachen. Spielt vielleicht für manche Anwendungsfälle nicht eine Rolle, muss man aber eben auch mit umgehen können. Ne? Das ist vielleicht so der Punkt. Ja, die Frage der richtigen Programmiersprache ist natürlich eine Frage des Skills, aber auch da gibt es halt eben Tendenzen, was jetzt die Ausführungszeit betrifft, bis halt endlich die fachliche Funktion aufgerufen ist. Die Skriptsprachen Python und Node.js, das sieht man kaum, das rote ist Node.js, die grüne Punkte ist Python, also schenkt sich jetzt nicht viel. Und unten ist die bei AWS die Speicherklasse, die man da wählen kann. Und das ist auch vielleicht so ein guter Tipp, also selbst wenn man jetzt eine Compilersprache hat wie C-Sharp oder Java, da lohnt es sich schon manchmal ein bisschen rumzuspielen,
bezüglich Kosten, aber auch bezüglich Laufzeiten, wenn man dann doch vielleicht lieber die größere Klasse nimmt, als versuchen, seine Funktion da irgendwie zu optimieren, weil da kann man das schon ein bisschen eher verlässlicher aufsenken. Also, das ist halt der Worst Case, wenn die kleinste Klasse hat, da gibt es am meisten Spannbreite bei den beiden Compiler-Sprachen. Ja. Natürlich, wie beim Auto auch, gibt es natürlich die Möglichkeit, ist jetzt ein bisschen inoffiziell, aber es machen natürlich viele, dass sie halt bevor die Funktion verdrängt wird, wenn sie jetzt nicht gebraucht wird, dass man die halt doch irgendwie am Leben hält, bis der nächste Aufruf kommt, das nennt man halt Vorwärmen, dann hat man nicht mehr ganz so große Schwankungen, was jetzt den Grundstart betrifft. Also auch da mit einfachen Cronjob ist es möglich, so zu tun, als ob das quasi noch gebraucht wird und zumindest die Funktion am Leben zu halten. Kosten, es wird ja nicht immer billiger in der Cloud, aber muss man ja auch dran denken, ab wann sich dann der Use Case rechnet, im großen Stil. Da kann man auch vielleicht so eine Regel grundsätzlich sagen, also das ist jetzt auch wieder bei AWS, wo ich mich halt am besten auskenne, das T2 und das sind quasi virtuelle Maschinen, die da eingezeichnet sind mit Orange und da kann man auch sagen, so ab einem gewissen Prozentsatz, also wenn man jetzt 70 oder 80% das eh auslastet, ne, permanent, das braucht meinetwegen, gut, das ist jetzt kein gutes Beispiel, aber vielleicht die Webseite, die muss ja dann doch immer da sein, gibt es vielleicht nur Teile bei der Webseite, die vielleicht dynamisch sind, kann man dann die Teile vielleicht auch besser auf einer virtuellen Maschine oder Container laufen lassen, als jetzt Functional as a Service, weil da müsste ja permanent auch immer aufgerufen werden, um das dazu zu erzeugen. Ja, also deswegen ist auch das ein Grund, warum man quasi nicht für die gesamte Architektur Function as a Service nimmt, sondern nur für Teilfunktionalitäten, wo man eben bedarfsorientierte Lasten hat. Dann ist es natürlich auch die Geschichte mit den Kosten, die offensichtlichen Kosten, die auch ausgewiesen werden, sind halt quasi die Anzahl der Requests und je nachdem, was man für eine Leistungsklasse gewählt hat, was Speicher und CPU betrifft. Aber für die Gesamtarchitektur, also Serverless, braucht man natürlich auch die Anzahl der Requests, wie viel Speicher ich verbrauche, wie viel Netzwerkverkehr, Outbound-Traffic ich habe. Und das sind die Gesamtkosten, die man hat. Ne? Also da gibt es natürlich auch viele Stellschrauben, das dann zu optimieren. Muss man auch permanent drauf gucken, weil die Angebote sich ändern. Das Thema mit den Login-Kosten, das finde ich auch nochmal einen interessanten Ansatz, den auch hier Gregor Hupi auch nochmal beschrieben hat vor kurzem. Ja, Migrationskosten sind da, aber ich frage euch ähnlich, wie oft habt ihr denn tatsächlich mal den Application Server ausgetauscht, wie oft habt ihr die Datenbank ausgetauscht? Kommt doch eher selten vor, oft sind es auch andere Gründe politischer Art oder eben Lizenzkosten, wie bei den beiden Produkten genannten. Und man verdient ja auch bei einer erfolgreichen Anwendung normalerweise Geld, das sind ja diese Opportunity-Kosten. Und da müssten ja im Prinzip die Migrationskosten, die dürften natürlich auch das nicht übersteigen, was man überhaupt damit erwirtschaften kann, weil sonst ist quasi diese Login-Kosten gar nicht vorhanden. Weil man ja quasi, man macht ja Gewinn und man kann das bezahlen, was jetzt der Hersteller bietet. Und man kann auf der Plattform ja auch schon einiges optimieren. Also das sollte man dann schon auch ein bisschen sachlich sehen. Und ist ja auch mit Risiko verbunden natürlich. Ne? Also da zu migrieren ist natürlich ein Problem, aber das ist auch oft nur Gefühl, dass man dann einen riesen Aufwand betreibt, um später irgendwann mal irgendwo hin zu wechseln. Ja, mag aber vielleicht für manche Firmen strategisch wichtig sein, den Aufwand zu betreiben von Anfang an und das vor allem muss man ja testen, zwei Plattformen oder zum Beispiel mit Kubernetes, da vielleicht auch gewisse Selbstabhängigkeiten zu erstellen, aber da hat man natürlich auch weniger den Nutzen, man muss sich dann auch eben auch drum kümmern, das Ganze noch aufzubauen. Also ist vielleicht auch eine andere Art von Rechnung, die man mal aufmachen kann. Also was verdiene ich mit der Lösung, mit der erfolgreichen Service, den ich habe? Serverless ohne Computer, ohne Server, warum soll ich mich jetzt trotzdem ohne Infrastruktur kümmern? Ja klar, ich muss mich natürlich trotzdem drum kümmern. Wie sind die Security-Einstellungen in dem Netzwerk, was ich benutze? Wie ist die Konfiguration meines Servers? In meiner Funktion. Muss ich mich auch mit dem Thema, wo tue ich meine Security-Sachen hinlegen? Wo bekomme ich meinen Code versioniert? Nutze ich das von der Plattform oder mache ich das außerhalb? Auch da ist es nicht sinnvoll, Dinge zu haben, die halt automatisiert stattfinden, dass man die Infrastruktur, also diese Gesamtlösung, halt auch da behandelt wie Code. Das bietet sich auch an bei
AWS gibt es ja quasi auch da schon Eigenlösungen, wie zum Beispiel CloudFormation oder das Subset für Lambda, SAM heißt das, wo man halt auch quasi dann die Dokumentation nach rausziehen kann und sogar in der Konsole integriert, dass man sogar sehen kann, visuell, was man da für Dienste verwendet auf dem High Level. Es ist wie bei Microservices, also es ist ja nicht mehr so, dass man sich nur um die Fachlichkeit kümmert und diese Funktion, sondern man ist eben auch für den Betrieb verantwortlich. Also es ist halt kein Admin da, auf den man dann schimpfen kann. Deswegen sollte man da auch vorbereitet sein, wenn was schief geht, dass man halt auch da die Informationen hat und auch entsprechend geübt ist, da automatisiert die richtigen Entscheidungen auch zu treffen. Wenn es bei der neuen Funktion vielleicht einen Fehler gab, dass man zurück kann oder eben auch eine Strategie hat, wie man vorwärts quasi die Fehler korrigiert. Insofern, der Spruch von Werner Vogels, no server is easier to manage than no server, anfangs stimmt es ja, aber den Service und die Infrastruktur, die dahinter steckt, die muss ich natürlich trotzdem kennen, da muss ich mich auseinandersetzen und mich da noch ein bisschen drum kümmern. Ne? Also ich gebe das Management, das Update, die ganzen Sachen Richtung Skalierbarkeit und Ressourcen, das gebe ich natürlich ab, aber die Entscheidung, die ich dann treffe, gerade in Richtung Sicherheit, welche Dienste ich verwende, welche Monitoring-Variante ich zusätzlich verwende, wie ich mein Tracing mache, da muss ich mich nämlich trotzdem noch drum kümmern. Ne? Gibt es sicherlich Tipps, Best Practices, die ich verwenden sollte. Und deswegen, also klar, es gibt kein Admin mehr, es gibt kein Ops mehr, aber ups, wenn es schief geht, ist halt doch gut, wenn ich das oft geübt habe, wenn ich das automatisiert habe, um halt auch diesen menschlichen Faktor auch ein bisschen zu reduzieren. Wichtig auch hier zu wissen, halt, was passiert in meinem verteilten System. Gilt auch für Serverless-Anwendungen, dass man auch diese Sachen auch nutzt. Ist natürlich dann, kostet extra, das aufzuheben, auch diese ganzen Logs auch später auswerten zu können, um auch einen Vergleich zu haben, was ist jetzt anders als vielleicht vor dem Deployment der Funktion, um da auch eine Idee zu bekommen, wo vielleicht auch der Fehler. Das kann ein Konfigurationsfehler sein, kann natürlich auch ein Kapazitätsfehler sein, kann auch sein, durch diese nicht deterministischen Sachen, dass beim Hersteller, beim Provider irgendwas sich geändert hat. Also gibt es viele Sachen, ne? Schon ein bisschen Richtung Chaos-Engineering, auch mit dem zu rechnen, dass da auch der Fehler in den, der Teufel im Detail steckt. Ja, God in the small things. Die Herausforderungen, die nach wie vor bleiben, sind dann auch die ich schon genannt hatte, Monitoring, Testen, dass man das hinbekommt, dass man es lokal und remote auch testen kann, integriert. Integrationstests werden fast vielleicht wichtiger als jetzt rein die Unit-Tests, weil die Fehler treten natürlich erst im Gesamtsystem auf. Also da gibt es ja auch bei den Microservices so ein bisschen diese Pyramide, dass man halt eben nicht nur diese Ice-Frame hat, sondern ein bisschen mehr so diese Wabe, also viel sich um diese Integrationstesten auch kümmern. Ja, Security ist auch natürlich ein großes Thema, deswegen wird es auch oft eingesetzt, dass man Gateway hat, also dass man einen Punkt hat, durch den die Dienste sind, wo man halt eben auch reagieren kann. Man kann natürlich auch in der einzelnen Funktion gewisse Sachen machen, aber da hat man halt erstmal eine größere Kontrollmöglichkeit, deswegen auch schon seit Jahrhunderten immer beliebt bei Burgen und so, mit Zugbrücke und so, wo man halt eben auch da ein bisschen auch das einschränken kann, sowohl was die Last betrifft, aber auch was halt so gewisse Resilienzmuster auch möglich machen. Ne? Also das lohnt sich schon, den Dienst da extra zu bezahlen. Auch Versionierung ist ja auch da eine einfache Sache. Nicht jede Änderung muss man unbedingt nach außen geben. Kann man ja über das Gateway quasi auch da gewisse Dinge verstecken oder aggregieren, wenn man jetzt andere Nutzungsszenarien hat für die Funktion. Ja, Shared Security, gibt es auch verschiedene Modelle von dem Cloud-Anbieter, muss man eben wissen, es bleibt schon ein gewisser Teil, der bei einem selbst bleibt, was halt eben die Credentials betrifft. Ne? Um das untere, da kümmert sich der Cloud-Provider, Storage, Compute, was auch immer, Netzwerk, Datenbanken und das Rechenzentrum. Aber dass ich mich darum kümmere, meine Passwörter entsprechend soweit abzulegen, außerhalb der Funktion natürlich, dass nicht jeder zugreifen kann, dass man seine Daten verschlüsselt. Ja.
und auch seine Funktion ordentlich programmiert. OWASP hatte auch schon angefangen, eine eigene Liste zu erstellen. Grundsätzlich gelten natürlich viele dieser Top 10 auch für Serverless. Ich meine, SQL-Injection ist vielleicht jetzt nicht so der Hauptangriffspunkt, aber ich habe jetzt mal ein bisschen dicker gemacht, was schon auch ein Angriffspunkt sein kann. Der Angriff auf euren Geldbeutel, also sprich, dass Leute halt eure Funktion beschäftigen, ohne einen Wert zu erstellen und ihr dann trotzdem dafür bezahlt. Das kann natürlich auch eine Fehlkonfiguration sein. Dass die Secrets, die Tokens und so vielleicht doch umliegen. Da gibt es ja immer auch die lustigsten Geschichten, dass Leute sich jetzt in GitHub einchecken und so, auch die Zugänge für S zum Beispiel. Ja, also das sollte man sich schon auch selbstverantwortlich erklären, weil da gibt es auch keinen, der einem quasi das abnimmt. Andererseits ist es ein bisschen das Risiko reduziert, weil die Angriffsfläche ist ja auch ein bisschen kleiner, die Funktionen sind kleiner. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass diese eine Function quasi gekapert wird, aber es ist jetzt nicht so wie früher, dass man gleich dann auf dem Server ist und kann dann quasi gleich auf die Datenbank zugreifen und gleich auch volle Funktionalität. Das ist sicherlich auch ein bisschen reduzierter, indem halt auch die Funktion ein bisschen kleiner ist. Ne? Aber auch trotzdem gilt das Gleiche, also keine alten Bibliotheken mit bekannten Schwachstellen zu implementieren, auch natürlich so weit zu implementieren, dass man auch auf gewisse Angriffsszenarien, Injection halt auch reagieren kann. Ja. Also S06, da Third-Party-Dependency, da kann man sich relativ gut drum kümmern. Die roten, das sind vielleicht so die kritischen Punkte, wo man vielleicht bei Serverless speziell drauf achten sollte, auch das zu monitoren und zu blocken. Um da vielleicht auch zu sehen, dass da vielleicht auch Versuche da sind, irgendwas auszunutzen, auch wenn es vielleicht noch nicht zum direkten Angriff geführt hat. Das hilft auch hier. Ja, Login, das ist ja auch so eins der Probleme. Ältere Leute aus den 70ern kennen vielleicht noch diese Band. Wer kennt noch Edis? Ah, da sind viele Ältere da. Das ist ja auch so ein bisschen wie der Cloud. Ne? Also man kann relativ einfach rein. Früher, man braucht nur eine Kreditkarte zu jeder Tag- und Tages- und Nachtzeit. Kann man da quasi seinen Account anlegen und dann loslegen mit dem Freeplan. Aber wie schon gesagt, also kann man auch böse Überraschungen erleben, wenn man dann doch feststellt, oh, ist doch nicht so das eigene, was man möchte. Vielleicht auch gewisse Sachen auch nicht gedacht hat Richtung Compliance oder was auch immer. Ja, also das sollte man dran denken, dass man frühzeitig halt auch sich klar wird, was, welche Abhängigkeit, welchen Trade-off möchte ich mich da begeben. Ja, die Industrialisierung in der Cloud schreitet voran. Es gibt vielleicht auch jetzt hier Mittel, habe ich jetzt noch keine praktischen Erfahrungen, weil das alles erst noch ein Jahr lang alt ist. Aber Knative könnte so, das war so ein bisschen rechts dran bei diesen Providern, ähnlich wie Kubernetes, so ein Standard sein, wo man eben eine gewisse Unabhängigkeit auch wieder gewinnt. Ne? Und dadurch, dass alle Cloud-Anbieter mittlerweile gemanagte Kubernetes Cluster anbieten, ist es ja auch dann möglich, Knative auch zu verwenden. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, aus diesem Dilemma ein bisschen rauszukommen. Bietet halt natürlich jetzt noch nicht so viel wie quasi die anderen, die immer in Function as a Service machen. Gibt auch hier einen Standard, um Richtung Multicloud das möglich zu machen, Events jetzt nicht nur in seiner Plattform zu verarbeiten, also Events von Amazon zum Beispiel, sondern eben auch Events von Kubernetes mit Amazon, meinetwegen, zu machen. Ist natürlich immer wie mit diesen Standards, die kommen nämlich immer ein bisschen spät. Ist halt auch immer eine spannende Frage, inwiefern auch die anderen Anbieter das dann auch unterstützen. Aber das ist für mich schon ein bisschen ein Schritt in die richtige Richtung, um sowohl die Integration zu vereinfachen, also wenn man jetzt auch Multicloud auf Serverless fahren möchte und halt auch die Portierbarkeit, zumindest auf dem Level der Events, halt auch hinzubekommen. Das gleiche ist bei dem Thema Zustand. Da gibt es auch so die ersten Standardbemühungen, will ich jetzt mal sagen, von Lightband Richtung Cloud State. Also das wird sich eigentlich sehr gut ergänzen zu diesen Cloud Events. Passiert auch letztendlich auf Knative, wo man halt neben dieser Funktion halt auch sich darum kümmert, nicht nur zustandslos, das sind ja meistens die einfachen Fälle, sondern eben auch mit den Zuständen, da eine Möglichkeit zu haben, unabhängig zu sein vom Konzept. Und das kann man eben auch mit Knative verwenden, um halt auch zustandsbehaftet Funktionen, kann auch sein, eine Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn das und das bei Workflows. Ja, also das wäre auch eine sinnvolle Sache, das unabhängig zu haben, weil sonst muss man halt letztendlich wie bei jedem Cloud-Anbieter, bei AWS heißt es Steps,
quasi halt die Lösung nehmen, die der Cloud-Anbieter anbietet, oder müsst ihr halt eine klassische Workflow oder State Engine verwenden, kann man nicht aufmachen. Ne? Aber Events plus State, das wären schon mal zwei Sachen, auch wenn man vielleicht die Function jetzt nicht standardisieren kann, da kann man vielleicht die Function immer noch in der Plattform, in der Ablaufumgebung realisieren, mit dem man hat. Aber man könnte zumindest die grauen Teile, die könnte man standardisieren. Das wäre, glaube ich, ein Schritt, um diesen Hotel California-Effekt ein bisschen abzumildern, da noch eine Hintertür offen zu haben. Ich bin auch jetzt schon fast am Ende. Ich wollte halt so ein bisschen auf die Stolperfallen hinweisen. Also war vor allem halt auch das Thema Kosten, war vor allem auch das Thema nicht deterministische Laufzeiten, war das Thema wie, welche Programmiersprache ist für mich die geeignetste, vielleicht nicht die unbedingt, wo ich naiv dran denke, sondern vielleicht auch da nach Anwendungsfalle auch zu gucken, was passt. Auch den Blick ein bisschen zu gucken, was da sonst noch kommt, neben dem, was die Cloud-Anbieter anbieten, um das vielleicht auch zu kombinieren, weil da baut man ja auch mittlerweile sehr, sehr viel Know-how auf im Bereich Kubernetes, und vielleicht auch da auf das zu gucken, was da noch mit Knative und Cloud Events kommt. Insofern, Serverless bedeutet halt nicht Headless, also serverlos sollte man doch auch seinen Kopf, sein Wissen auch einschalten. Auch die Versprechen, die die Anbieter haben, ich habe das jetzt mal am Beispiel AWS gemacht, um jetzt auch ein bisschen zu gucken, was da halt eben von dem, was dann wirklich in der Realität doch ein bisschen anders ist. Also im Prinzip wird ja immer dargestellt, funktioniert ja wunderbar, ne? Also nur wenn es halt der Verbraucher ist, manchmal wird ja auch diese Funktion verdrängt, also nicht alle Funktionen laufen durch. Mit der Skalierung ja auch, wenn manche Funktionen fehlen, wie gehe ich damit um? Und natürlich muss ich mich auch ein bisschen um die Konfiguration kümmern. Also natürlich gibt es auch Limits, ne? Die sind vielleicht nicht für jeden merkbar, aber auch da sind die Ressourcen eher begrenzt, also gerade wenn man vom Java-Bereich herkommt. Und gibt es halt auch verschiedene Anwendungsfälle, wo das halt auch keinen Sinn macht. Also insofern vielleicht auch mal den Test machen. Und ähnlich wie bei Schuhen gibt es natürlich auch hier verschiedene Schuhgrößen. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, Serverless ist die Zukunft, das andere gibt es dann gar nicht mehr. Die Welt ist bunt, also man kann natürlich klein anfangen, hochskalieren. Aber macht vielleicht auch dann Sinn, später mal vielleicht wirklich einen Microservice draus zu machen, das auf einer Containerplattform laufen zu lassen, Teile davon. Also das ist für mich auch so ein bisschen Zielbild, also dass man da verschiedene Größen für die passenden Sachen anbietet, darum weiß, und wenn man halt dann rausgewachsen ist, wechselt man halt dann auch zur größeren Nummer, wenn man da vielleicht wieder ein bisschen Unabhängigkeit gewinnen möchte, betreibt man ein bisschen mehr Aufwand. Ja, das wäre das, was ich so dazu sagen wollte. Gibt es da noch Fragen dazu, Ergänzung? Ja, ich würde mal, können wir beim Buch eigentlich? Ja. Okay. Was siehst du denn so typische Anwendungsfälle im Serverless? Ich habe immer so das Gefühl, das wird einem irgendwie so ein bisschen aufgekürzt, sag ich mal. Ja. So von auch jetzt hier, so ist halt so eine neue Sau, die das losgetrieben wird. Ja. Also ich finde halt, das war auch im Microservice, das fing es an, oder sollst du jede kleine Funktionalität am besten am Microservice machen. Wie die es gemacht haben, sind auch ganz schnell wieder weg, weil man gemerkt hat, ja. Um Gottes Willen, das ist Verteilung bis zu einem gewissen Grad auch gut, aber irgendwann. Man kann das gar nicht mehr, man kann es eben nicht mehr debuggen, tracen. Das ist eigentlich dann furchtbar zu viel. Ja. Ich habe bei uns im Unternehmen wird es echt für ganz eingeschränkte Fälle eingesetzt, wo man irgendwie vielleicht Genau. Auf dem Motto noch ein Bit schieben muss oder sowas. Ja, also manchmal sind die Fälle tatsächlich sehr unspektakulär. Also die Frage war ja, wo sind typische Anwendungsfälle? Also es sind einerseits die Ergänzungsanwendungsfälle, wo man vielleicht eine Zusatzfunktionalität hat, also wie man so schön ein Content-System beim Bundespresseamt, und da ging es halt um das Thema Verschlagwortung. Ne? Da konnten wir natürlich mit dem Serverless-Ansatz in der Kombination mit KI Dienst anbieten, hätten wir sonst gar nicht so hinbekommen, so einfach und so schnell, mussten aber am bestehenden System auch gar nichts verändern. Ne? Also dafür ist es gut. Oder eben auch so die typischen zeitgesteuerten Abläufe, wo irgendwas gemacht werden muss, ab und zu Batchläufe, Cronjobs und solche Sachen. Also das ist ganz unspektakulär, ne? Aber das sind Dinge, auch bei der Migration fallen Dinge an, die einfach nur ab und zu mal stattfinden, oder auch Integration von zwei Systemen bei der Modernisierungsstrategie. Das kann sein. Das andere sind natürlich die neuen Anwendungsfälle.
Beispiel war ja schon mal mit der KI, also Bilderkennung, ist IoT. Ne? IoT ist vielleicht so das Paradebeispiel, ne? Data Streaming Verarbeitung, wo man sich eh noch gar nicht weiß, wie erfolgreich das ist. Man bekommt ja nicht gleich das Geld. Da kann man das auch sehr, sehr gut erstmal verproben und hat trotzdem die Möglichkeit daraus, weltweit das dann auch auszurollen, für diesen Teil, um erstmal die Daten anzunehmen, zu verteilen. Wie schon gesagt, man braucht ja eh noch andere Dienste dazu. Also nur die Funktion allein ist nur für die einfachen Fälle vielleicht nicht sinnvoll. Man braucht dann eben noch andere Dienste. Und die gibt es halt in der Cloud schon in sehr guter Qualität, auch was jetzt Data Streaming oder Datenbankverarbeitung ist. Da kommt man in eigenen Sachen oft gar nicht hin, so mit dieser Qualität. Ne? Aber ich plädiere nicht dafür, alles, also ähnlich wie bei Microservices, alles damit zu machen, nur weil man einen Use Case und Demo hat, es mehr als Ergänzung zu denken. Aber es bleibt auch immer ein bisschen Fremdkörper. Wie gesagt, manche sagt ja hier schon, wir kehren wieder nach Marketing auf, das wird serverless, ist die Zukunft. Ja. Ja, das ist natürlich albern. Also, es muss ja auch in 5 Jahren noch Konferenzen geben. Also das spätestens daran scheitert solche Prophezeiungen und auch die Hersteller, die was verkaufen bei den 5 Jahren. Jetzt im Kontext von Vendor-Login hätte ich noch erwartet, vielleicht so ein bisschen zu diesem Framework, das ja auch Serverless, ja gut. Das ist auch gut. Das war auch so meine Hoffnung am Anfang. Also erstmal das Serverless Framework, also das Produkt, was genau so heißt, witzigerweise, auch die Seite, waren ja auch die Umfragen von denen. Also das tut im Prinzip ja nicht die Programmierung erleichtern, sondern eben das Deployment. Und ich glaube, die bieten auch 5 Provider an und allein wenn man die Doku anguckt, ist halt schon, AWS ist am besten, ne? Das wird sehr viel, ist natürlich immer ein bisschen hinterher. Aber wir machen ja nur das Deployment und so, was die verbessern. Also tun wir quasi nur das Abstrahieren, was die Tools haben. Ne? Also das ist jetzt vielleicht nicht der eigentliche Teil der Implementierung, wo man Aufwand reinstecken muss. Also da könnte ich es vereinheitlichen für mich, dass ich quasi über Serverless quasi das Deployment und Konfiguration machen. Muss mich nicht mit den einzelnen Parametern der Tools von den Herstellern beschäftigen, aber es läuft trotzdem separat. Also ich bekomme es nicht mehr raus. Also das will ich damit sagen. Es hilft dann beim Erstellen, beim Testen, beim Konfigurieren, klar, weil es halt ein bisschen abstrahiert, aber die Abhängigkeit habe ich im Betrieb, habe ich nicht trotzdem. Aber stimmt, das ist auch vielleicht das Beispiel bei Google Run. Die haben das zum Beispiel so gemacht, dass die eine Funktionalität, Functions.js, was Teile davon quasi vereinfachen für Google, aber man kann diese JavaScript-Bibliothek auch mitnehmen. Aber das sind immer nur Teilfunktionen. Es gibt ja auch von Spring, gibt es ja auch für Functions was, aber das ist halt auch wieder so rudimentär, dass es zwar ein bisschen was bringt, aber jetzt wird das eigentliche Problem jetzt auch nicht wirklich gelöst. Ne? Also ich glaube, es wird nicht verschwinden, es sei denn, ähnlich wie bei Kubernetes, es kommt wirklich dieser Schwenk. Ne? Kubernetes hat ja quasi auch diesen Orchestrierungsmarkt auch gewonnen. Gibt ja quasi Swarm oder Mesosphere hat sich auch umbenannt. Wenn das kommt, dann kann es sein, dass tatsächlich vielleicht auch dann die Bereitschaft da ist, sich zu einigen auf gewisse Sachen. Das wollte ich eben damit andeuten. Aber vorher ist schwierig für einen selbst. Ne? Die ganz normalen Dinge, die man immer gemacht hat, versuchen allgemeine Sachen zu kapseln, zu modularisieren, Dinge zu abstrahieren. Kann man Terraform nehmen? Das würde ich eher sogar machen, wenn ich wirklich eine größere Sache habe, Richtung Infrastruktur as a Code, sowas zu nehmen wie Terraform, der auch verschiedene Provider anbietet. Ne? Das hilft mir aber jetzt für die Implementierung der Functions nicht. Also die setzen auch meistens Terraform ein, muss ich sagen, also nicht die Lösung jetzt, die AWS anbietet. Auch das ist wieder ein Trade-off, die sind auch wieder ein bisschen hinterher. Ja, noch eine Frage? Fragen? Ja, aber im Prinzip ist es auch so ein bisschen über Microservice, man kann es auch schneller wegschmeißen. Ne? Das ist sogar ganz einfach. Also, wenn das Experiment nicht gelungen ist, hat man die Erkenntnis und kann dann trotzdem wieder neu weitermachen. Ganz schneller abschalten, einen Dienst, wenn man was Besseres findet. Das Wissen mitnehmen, zum neuen Level bringen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, noch den letzten Vortrag und eine schöne Konferenz. Morgen bin ich auch nochmal da. Da wäre ich noch zum Thema, wie wir bei uns halt Softwarearchitekten ausbilden, wie wir uns quasi auch weiterbilden. Das ist auch so zu so einer späten Zeit. Ich weiß gar nicht, ob noch viele Leute da sind, aber da gibt es auch nochmal die Möglichkeit, mich zu hören. Dankeschön.